Hey meine neugierigen Freunde, wenn wir in den Himmel schauen, können wir etwa 5000 Sterne am Nachthimmel mit dem bloßen Auge erkennen, die alle zu unserer Milchstraße gehören. Mit einem erdgebundenen Teleskop sehen wir schon deutlich mehr Sterne und mit Weltraumteleskopen sogar andere Galaxien. Mit dem bloßen Auge können wir von der Erde aus im Grunde nur drei andere Galaxien erkennen, nämlich die große und kleine Magellansche Wolke, das sind unsere Begleitgalaxien, und die nächstgelegene Spiralgalaxie, die Andromeda-Galaxie, welche mit einer Entfernung von 2,5 Millionen Lichtjahren auch gleichzeitig das entfernteste Objekt überhaupt ist, das wir mit bloßem Auge sehen können. Doch mit Weltraumteleskopen lassen sich viel mehr Galaxien erblicken, bis hin zu Entfernungen von über 13 Milliarden Lichtjahren, zum Beispiel die Galaxie GNZ-11. Allein auf diesem berühmten Foto des Hubble-Weltraumteleskops, dem Hubble Ultra Deep Field, kann man über 10.000 Galaxien erkennen. In solch großen Entfernungen erscheinen Galaxien nur wie kleine Lichtpunkte, bestehen aber jeweils aus Milliarden von Sternen. Es scheint also vollkommen unmöglich zu sein, dass man bei solch weit entfernten Galaxien einzelne Sterne erkennen kann. Doch dieser Traum ist nun für Astronomen in Erfüllung gegangen. Zum Abschluss der Ära des Hubble-Weltraumteleskops hat es dieses Teleskop tatsächlich nochmal geschafft, einen neuen Rekord aufzustellen. Denn eine der letzten Aufnahmen von Hubble zeigt etwas, das so unwahrscheinlich ist, dass es eigentlich als unmöglich galt. Den Anblick eines einzelnen Sterns in einer weit, weit entfernten Galaxie. Ein Forschungsteam um Brian Welch von der Johns Hopkins University in Baltimore konnte ihr Glück kaum fassen. Die Schwerkraft eines großen Galaxienhaufens im Vordergrund verzerrte die Raumzeit um sich herum so sehr, dass eine 12,9 Milliarden Lichtjahre weit entfernte Galaxie zu einem sehr langen und dünnen Bogen geformt wurde. Das passiert aufgrund des sogenannten Gravitationslinseneffekts. Dieser Effekt lenkt Licht von dahinterliegenden Lichtquellen ab und kann es bei geeigneter Position extrem verstärken, eben wie eine echte Linse. Im Fall dieser stark rot verschobenen Galaxie war die Linse zufälligerweise genau so positioniert, dass sie das Licht eines einzelnen Sterns aus dieser Galaxie um das 1000 bis 40.000-fache verstärkte. Dies machte es möglich, dass dieser Stern trotz der riesigen Entfernung für das Hubble-Weltraumteleskop sichtbar wurde. Es ist dieser kleine helle Punkt hier. Da das Licht dieses Sterns aus einer Zeit stammt, die sich nur etwa 900 Millionen Jahre nach dem Urknall abspielte, ist er der am weitesten entfernte Stern, der je beobachtet werden konnte, weshalb er mit dem Namen Ea Rendel getauft wurde, was so viel heißt wie Morgenstern. Der lange rote Bogen wurde mit dem Namen Sunrise Arc getauft. Vielleicht fragt sich jetzt der ein oder andere, warum denn auf dem Bogen noch weitere hellleuchtende Punkte zu sehen sind. Das sind Sternhaufen innerhalb der Galaxie, deren Licht allerdings deutlich weniger intensiv verstärkt wurde, da sie nicht so perfekt in der Raumzeitsenke liegen wie der Stern Ea Rendel. Deshalb sieht man diese Sternhaufen auch doppelt, sozusagen gespiegelt um Ea Rendel, da ihr Licht jeweils links und rechts an der Gravitationslinse vorbeiläuft. Das Licht von Ea Rendel dagegen liegt genau im Zentrum der Linse und ist deshalb nur einmal sichtbar, und das mit unglaublicher Verstärkung seiner Lichtintensität. So erhalten wir also erstmals in der Geschichte den Blick auf einen einzelnen Stern, der kurz nach dem Urknall entstanden ist. Laut den Beobachtungen der Astronomen ist er 50 bis 100 Mal massereicher und etwa 1 Million Mal leuchtstärker als unsere Sonne. Die Untersuchung von Ea Rendel könnte uns wertvolle Erkenntnisse über die Frühzeit des Universums liefern. Vor allem mit dem neuen James Webb Space Telescope und seiner Infrarottechnologie wird es möglich sein, den Stern noch genauer zu untersuchen. Brian Welch sagt dazu: In diesen Entfernungen gleichen normalerweise schon Galaxien bloßen Lichtflecken, die das Licht von Millionen Einzelsternen in sich vereinen. Aber die Galaxie, die diesen Stern beherbergt, wurde durch die Gravitationslinse vergrößert und zu einem langen Bogen verzerrt, den wir als Sunrise Arc getauft haben. Wir konnten es fast nicht glauben, weil er so viel weiter weg liegt als der bisher entfernteste bekannte Stern. Ea Rendel existierte vor so langer Zeit, dass er nicht die gleichen Rohmaterialien hatte wie die heutigen Sterne. Ea Rendel zu untersuchen, wird uns ein Fenster in eine Ära des Kosmos öffnen, über die wir bisher kaum etwas wissen, die aber die Grundlage bildete für alles, was wir heute kennen. Das ist vergleichbar mit einem spannenden Buch, bei dem aber das erste Kapitel fehlte. Erst jetzt haben wir eine Chance zu erfahren, wie alles begann.
Es ist schon unglaublich, wenn man bedenkt, dass um diesen Stern möglicherweise Planeten kreisen, die theoretisch auch Leben beherbergen könnten. Leben in 12,9 Milliarden Lichtjahren Entfernung. Das ist eine fantastische Vorstellung. Und es ist ein Geschenk des Himmels, dass wir durch diese starke und perfekt positionierte Gravitationslinse die Möglichkeit bekommen haben, einen solch weit entfernten einzelnen Stern zu sehen. Danke, lieber Zufall. Wenn ihr euch für das Universum und unsere Erde interessiert, abonniert gerne meinen Kanal. Hier erscheinen wöchentlich neue Mini-Dokus. Wollt ihr ein weiteres Video über Sterne und Galaxien sehen? Dann schaut euch gerne mein hier angezeigtes Video an. Ich danke euch fürs Zuhören, ich hoffe, euch hat's gefallen und danke vor allem an meine Unterstützer auf Patreon und an meine Kanalmitglieder. Ihr seid meine Helden. In diesem Sinne verbleibe ich bis zum nächsten Video. Ciao!